Zwei Wochen nach den Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion geht es den HelferInnen vor allem darum, die Gesundheitsversorgung in den betroffenen Regionen sicherzustellen. Die Suche nach Verschütteten ist in den meisten Gebieten beendet. Lediglich in Hatay und Kahramanmaraş in der Türkei werden die Sucharbeiten fortgesetzt. Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchte persönlich erneut die am schwersten betroffene Region Hatay. Viele Überlebende geben der Regierung die Schuld daran, dass die Zahl der Todesopfer derart hoch ist. Sie kritisieren, dass die Bergungsarbeiten zu langsam angelaufen sind. In Hatay hat eine orthodoxe Kirche ihre Pforten für alle geöffnet. Biz Müslüman bir cemaatin mensubu olarak geldik ve buradaki kardeşlerimizden erzak yardımında bulunduk. Hatay böyle bir memleket. Yani burada Yahudisiyle, Sünnisiyle, Arabiyle, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle herkes burada iç içe, Hristiyanıyla herkes burada iç içe yaşıyor. In dieser Notunterkunft in Antakya sorgt ein Friseursalon an der frischen Luft für ein bisschen Normalität und tröstet Obdachlose ein wenig, die Monate oder gar Jahre in provisorischen Unterkünften leben müssen.